Hierauf haben Actionfans sehnsüchtig gewartet. Jetzt steht's im Laden, zumindest für die PlayStation 3 und die Xbox 360. Grund genug für uns hier bei Vorzocker Backstage, euch mal einen Einblick zu geben in das, was Max Payne so zu bieten hat. Ja, zu Story von Max Payne 3 wurde ja schon viel geschrieben. Wir wollen auch nicht allzu viel spoilern. Letztendlich finden wir uns eigentlich in Sao Paulo als Hauptort des Geschehens wieder. Max Payne musste aus Amerika fliehen und ist jetzt quasi Personenschützer in Brasilien und ist da engagiert worden, um eine reiche Geschäftsfamilie zu beschützen, die natürlich auch so ein bisschen Zwielicht ihre Geschäfte hier und dort macht. Und was wir jetzt sehen, ist ein Flashback, denn Max Payne springt sehr angenehm hin und her in der Zeit. Dadurch hat man auch verschiedenste Settings und Max Payne in verschiedenen geistes- und körperlichen Zuständen. Und das macht das Ganze extrem abwechslungsreich. Jetzt ist es quasi eine kleine Rückgeschichte. Das ist das vierte Kapitel, es kommen noch einige dazu. Und wir erfahren in dieser Geschichte jetzt, ja, warum Max Payne denn eigentlich seine Heimat verlassen musste. This kid had a well-developed sense of humor. For New Jersey. Seriously? I thought I told you to get out of here, old man. Yeah, get out of here, old man! Nice echo. Your gorillas have personalities of their own, or they just agree with everything you say? Very funny, old man. Very funny. That's hilarious. Was man hier auf jeden Fall aussieht, Rockstar werden wieder mal ihrem Ruf gerecht, einfach eine Inszenierung zu bieten, die absolut Gold wert ist. Ihr erinnert euch, die ersten beiden Folgen, die sind ja von Remedy gekommen, von den Erfindern, von den Finnen von Max Payne. Und die haben hier auf Cutscenes im Comic-Stil gesetzt, so eine Mischung aus Fotos und Comic. Kam bei vielen Leuten sehr, sehr gut an, aber Rockstar, die mittlerweile eben das Zepter übernommen haben, die setzen eben auf aufwendiges Motion-Capturing, auf Hollywood-reife Kameraführungsschnitte, wunderbarer Synchronsprecher und einfach das, was man heute wahrscheinlich zeitgemäß nennen würde. Und ist wirklich großartig. Also die Sequenzen, die kann man sich wunderbar angucken. Die sind vom Drehbuch top, von den Sprechern top, von der gesamten Inszenierung. Macht einfach richtig Spaß. Say you're sorry. Has been caught, motherfucker. Say you are sorry. Say you're fucking sorry. Look away from me. Look away from me. Don't you stare at me. Say you're sorry. Listen to him. Which you want first? Don't act clever, you fucking leather jacket dipshit cop cunt. Don't act clever. I will blow your brains all over this counter, every fucking where. Come on, Tony. Calm the fuck down. Don't fuck with me, Marty. I'll shoot you as well. Don't fuck with me. Marty, he ain't fucking kidding. Put the gun down, son. Who the fuck is this? Put the gun down now. Oh, hey. Thank you. Now get the fuck out of here before anyone gets shot. I got you. Who the fuck are you? I got you. Don't worry about it. Fuck. Go on. I'm fuck off. I'm coming back for you, motherfucker. Yeah. You fuck. I look forward I got to your it. Face. Yeah? Stay right here. Stay right here. You don't know who you're fucking with. Yeah, whatever. Aber die Cutscenes müssen eben auch sehr gut sein, dass. Ist definitiv notwendig, denn es gibt sehr, sehr viele davon. Es wird gerne gesprochen, auch zwischendurch mal, aber auch vor allem vor den Kapiteln. Und das ist recht ausufernd, aber man merkt einfach, die Leute haben eine Geschichte zu erzählen. Die ist ja nicht einfach nur Beiwerk, sondern die wird auch durch das laufende Spiel einfach gut transportiert. Und das ist gegenüber vergleichbaren Third-Person-Action-Spielen schon, würde ich sagen, mehr als konkurrenzfähig, sondern eben schon richtig gut. Ah, that's great. Travel, see the world. Yeah, keeps me busy. I take care of people, you know? Proper bodyguarding. Hey, I'm working for a good firm. I'm actually here on a bit of a recruitment drive. Yeah, well, why don't you drive on off back into the sunset there, Pesos? It's been nice catching up. At least let me buy you a drink. Yeah, sure. Anybody can buy me a drink. All right. Two more. Look, this is the way we do it in Brazil, baby. I had to admit, I kind of like the guy. Hey, another round. Max is buying. He had a great set of stories, but I still wasn't interested in becoming a white knight again. Saúde. Cheers. What, I don't look like I go to Shakespeare or something? But I'm both. Saúde! Cheers. Get in there. You faggot still got something to say to me? Yeah. Fuck off. I don't like spics who tell me to fuck off. Well, good for you. Now fuck off! Don't stare at me, whore. Fuck you, asshole! No dick, asshole! What'd you say? You heard me. I'm not frightened of you, you spray tan Guido douche. What, girl sure had balls. I had to give her that. Oh, shit! I don't know why I did it. I guess I never liked seeing girls get hit. But from that moment,
I was dead in that town. So, und jetzt sind wir auch schon mit im Spiel, denn was hier wunderbar ineinander übergeht, das ist einfach die Action und die Cutscenes, das geht alles sehr, sehr fließend. Und was man ein bisschen sieht, das ist jetzt eben Third-Person-Action, wie man sie so auch aus anderen Spielen kennt. Das heißt, man läuft, ballert und geht auf Knopfdruck in Deckung. Das ist neu bei Max Payne, das gab's vorher nicht. Ist aber eine ganz gute Sache, denn Deckung muss man hier auch wirklich gerne mal suchen, da die Gegner schon gar nicht mal so ohne sind. Boah. So, erwischt. Wunderbar. Guter Schuss. So, der Kollege hat eine Shotgun dabei, den nehmen wir mal mit. Geschnitten ist übrigens ein ganz, ganz bisschen hier bei diesem Spiel. Nicht wirklich viel. Ich habe es ja noch nie probiert hier. Ah ja, gut. Kann man machen. Nämlich die Interaktion im Sinne von Erschießen von Zivilisten, das ist nicht möglich in diesem Teil, beziehungsweise in der deutschen Version. Dafür ist alles andere an Gewalt, sprich Blut und so weiter, das ist alles drin. Uah, schnell Deckung gehen! Das ist alles jetzt konventionelle Shooter-Standardkost. Also man pusht aus der Deckung. Manchmal hat man, so wie jetzt gerade hier, die Gelegenheit, wenn man fast tot ist, noch so eine Art Lucky Shot zu machen. Dann hat man ein paar Sekunden Zeit, einen Gegner zu treffen, der einen gerade quasi fertig macht. Und wenn man das schafft, er lebt noch, dann kriegt man wieder ein bisschen Energie und darf weiterspielen und ist noch nicht gleich Game Over. Gefällt mir ganz gut, ich wechsle mal die Waffe. Und mache jetzt mal das, was Max Payne-Fans natürlich lieben, die gute alte Bullet Time. Oder der gute alte Sprung, der mit der Bullet Time einhergeht. Das funktioniert nach wie vor. Ich kann nicht unendlich Zeitloop-Modus anschalten, aber auf Knopfdruck geht es eben. Und wenn ich das tue, dann verlangsamt sich entsprechend die Welt. So, wie jetzt hier einfach mal durchgehen. Ich bin einfach mal risikofreudig. Dann inszeniert sich das Ganze natürlich cool, wie man es als Max Payne-Fan einfach liebt. Boah. Und jetzt, das ist so, wenn man eine bestimmte Sequenz von Menschen irgendwie erballert hat oder eben in einem Level möglichst viele wegballert und entsprechend alle weg sind, dann gibt es am Schluss so eine kleine Killcam, nenne ich das jetzt mal. Da kann man in Zeitlupe sehen, wie die Kugeln in den feindlichen Körper eindringen. Man darf nochmal nachschießen. Sehr, sehr blutig, aber auch eben sehr, sehr stylisch gemacht und deswegen durchaus spaßig. Was ihr wahrscheinlich auch schon bemerkt habt, im Gegensatz zu allen anderen modernen Third-Person- und Ego-Shootern ist es hier nicht mehr der Fall. Was machen wir jetzt? Ja, wir wählen erstmal die richtige Waffe, Shotgun. Mal gucken, ob wir das Auto explodieren lassen können. Jetzt wieder! Hätte ich es jetzt geschafft, hätte ich mich jetzt nicht auf das Auto konzentriert, sondern auf die Gegner, wäre jetzt genau wieder das passiert. Ich bin kurz vorm Abnippeln sozusagen gewesen, hatte nochmal die Möglichkeit, kurzfristig mich aufzubohren, aber leider habe ich mich aufs Auto konzentriert und nicht auf die Gegner und bin damit gestorben. Und damit soll unser kleiner Ausflug in die Welt von Max Payne 3 auch zu einem Ende gekommen sein. Was ich sagen muss, mir gefällt es sehr gut. Es ist sehr hart, es ist sehr dreckig, die Geschichte ist super, die Inszenierung ist absolut über jeden Zweifel erhaben. Verglichen mit vielen anderen modernen Third-Person-Spielen fühlt es sich etwas träger an oder deutlich träger, also viel schwerfälliger. Man kann auch relativ schnell sterben. Schwierigkeitsgrad kann man natürlich runtersetzen, aber es ist verglichen mit manchem anderen Spiel immer noch deutlich anspruchsvoller eigentlich. Aber das macht es eben auch sehr gut, denn das ist Max Payne. Die Bullet Time funktioniert ganz, ganz wunderprächtig. Max Payne immer noch eine tolle Figur. Und deswegen muss ich sagen, der Wechsel von Remedy zu Hersteller Rockstar, jetzt eben als eigenes Team auch, hat im Spiel durchaus gut getan. Mir macht Max Payne 3 richtig viel Spaß und entsprechend legen wir euch das einfach mal ans Herz.